Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Nahostkonflikt haben die USA mit einer Initiative für Überraschung gesorgt. Auf ihren Antrag hin hat der UN-Sicherheitsrat erstmals in einer Resolution ausdrücklich einen Palästinenserstaat erwähnt. Er verabschiedete in der vergangenen Nacht eine Erklärung, in der er unter anderem die Vision von zwei Staaten, Israel und Palästina, Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen beschreibt. Israel hielt heute den militärischen Druck auf die Palästinenser weiter aufrecht. Israelische Militärjeeps patrouillieren durch die palästinensische Stadt Ramallah. Über Lautsprecher fordern sie die Bevölkerung auf, nicht die Häuser zu verlassen. Nur bewaffnete Palästinenser trauen sich auf die Straße und Reporter. Plötzlich fallen Schüsse. Der italienische Fotojournalist fällt zu Boden. Die Ärzte werden später feststellen, dass er von 6 Kugeln getroffen wurde. Ein Privatwagen bringt den 42-jährigen Raffaele Cirillo ins Krankenhaus, doch jede Hilfe kommt zu spät. Regierungschef Sharon will die Besetzung Ramallahs mit Dutzenden von Panzern und alle Militäraktionen im Westjordanland und im Gazastreifen so lange fortsetzen, bis US-Vizepräsident Cheney nächste Woche kommt. In seinem Amtssitz empfängt Arafat den amerikanischen Konsul. Kein Wort zur Abstimmung im Weltsicherheitsrat, denn für die Palästinenser ist die Vision eines Staates Palästina zu wenig. Wir hoffen, dass die Weltgemeinschaft schnell die israelische Aggression stoppt und hilft, einen palästinensischen Staat zu gründen. Dies ist das einzige Rezept für Frieden und Sicherheit in der Region. Auch Israel begrüßt die Resolution, in der man diesmal nicht als der Alleinverantwortliche für die Gewalt verurteilt wurde. Wenn Anthony Sinni nur den einzigen Auftrag hat, eine Waffenruhe zu vermitteln, dann wird er scheitern wie schon zweimal zuvor. Doch nach der Palästina-Resolution im Weltsicherheitsrat und vor dem arabischen Gipfel in Beirut erhält diese Reise erheblich mehr Gewicht. US-Vizepräsident Cheney ist im Rahmen seiner Nahostreise mit dem ägyptischen Präsidenten Mubarak zusammengetroffen. Cheney betonte nach dem Treffen, die USA wollten sich noch stärker für ein Ende der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen. Mubarak nahm auch Bezug auf Amerikas Politik gegenüber dem Irak. Er betonte erneut, dass Ägypten jegliche Militäraktionen gegen das Land ablehne. Die SPD will möglichst schnell klären, woher die Spenden aus den 90er Jahren stammen, die der ehemalige Kölner Fraktionschef Rüther in die Parteikasse geschleust hat. Die Staatsanwaltschaft, die Rüther vernommen hatte, wollte dazu heute keine Angaben machen. Allerdings wurde deutlich, dass die Summe der Spenden weitaus höher ist als zunächst angenommen. Jetzt sollen es schon 830.000 Mark sein, die in die Kassen der Kölner SPD geflossen sind. Das gab die Staatsanwaltschaft heute schriftlich bekannt. Bislang war nur von 510.000 Mark die Rede. Mehr als 8 Stunden lang war der frühere Kölner Spitzenpolitiker Norbert Rüther gestern von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Er soll auch umfangreiche Angaben über schwarze Kassen der Industrie in der Schweiz gemacht haben. Die Ermittler prüfen nun, ob es Zusammenhänge mit der Korruptionsaffäre um die Kölner Müllverbrennungsanlage gibt. Rüther soll auch die Namen der verschiedenen Spender genannt haben. Da es sich um Steuerdelikte handle, wollte die Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben machen. Die wichtigste Behörde in diesem Bereich weiß jetzt, wer die Spender sind. Das unterscheidet die Strafverfolgungsbehörden hier in diesem Fall von denen in einem anderen großen Parteispendenfall. Also insoweit ist das ein gewaltiger Fortschritt. Ich gehe auch davon aus, dass dies über kurz oder lang bekannt werden wird. Nicht durch die Strafbehörden, aber durch andere. Clement hofft, dass Rüther der Partei einen letzten Dienst erweist und die Namen nennt. Nächste Woche Donnerstag soll Generalsekretär Müntefering vor dem Parteispendenuntersuchungsausschuss aussagen. Ich bin bereit, wann immer der Untersuchungsausschuss das von mir erwartet. Das ist eine Zeugenaussage und natürlich komme ich dahin und sage das, was ich weiß. Die CDU hält seine Aussage vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss schon nächste Woche für verfrüht. Sie verlangt ausreichend Zeit zum Studium der Unterlagen. Die SPD dagegen möchte, dass der Abschlussbericht des Ausschusses noch vor der heißen Phase des Wahlkampfes vorgelegt wird. Keinesfalls dürfe die Ausschussarbeit zur Aufklärung der CDU-Spendenaffäre verzögert werden.
Nehmen Arbeitssuchende einen privaten Stellenvermittler in Anspruch, sollen sie dafür in den meisten Fällen nun doch nichts zahlen müssen. Die Koalition beschloss heute, dass die Arbeitsämter die Kosten übernehmen, wenn ein Erwerbsloser länger als 3 Monate arbeitslos gemeldet ist. Nur im ersten Vierteljahr soll ein Arbeitsloser den Vermittler bezahlen, und zwar maximal 1.500 Euro. Ursprünglich hatte die Regierung eine höhere Selbstbeteiligung geplant. Die Verbraucher sollen ein Recht auf Informationen über ihre Nahrungsmittel und andere Produkte bekommen. Als Konsequenz aus den Lebensmittelskandalen des vergangenen Jahres will Verbraucherschutzministerin Künast einen solchen Anspruch gesetzlich festschreiben. In dem Entwurf, den das Kabinett heute verabschiedete, werden allerdings nur die Behörden zur Auskunft verpflichtet, nicht die Unternehmen. Vom Babyschnuller über den Fleischwolf bis zu Textilien und vor allem über den Inhalt von Lebensmitteln, also eigentlich über alles, was sich in Regalen von Supermärkten und Kaufhäusern findet, soll der Kunde vom Staat Auskunft verlangen können, sollte der Gesetzentwurf zum Verbraucherschutzinformationsgesetz beschlossen werden. Der Staat ist Dienstleister. Er arbeitet im Dienst der Bürgerinnen und Bürger, und deshalb gibt es nicht die Verschwiegenheitsphilosophie zu wahren, sondern der Staat macht genau damit Schluss. Genauso muss jedem Verdacht auf gefährliche Stoffe nachgegangen werden. Die Hürde, dann auch Ross und Reiter, also Produkt und Firma in der Öffentlichkeit zu nennen, soll deutlich abgebaut werden. Aktiv die Öffentlichkeit zu informieren durch die Behörde gilt dort, wo zwar keine akute gesundheitliche Gefährdung vorliegt, aber zum Beispiel erhebliche Überschreitungen von Grenzwerten festgestellt worden sind. Trotzdem intervenierte die Wirtschaft erfolgreich gegen die ursprünglichen Pläne der Ministerin. Eine Verpflichtung der Industrie zur Selbstauskunft wird es nicht geben, und Finanzdienstleistungen fallen nicht unter das Gesetz. Kritik von den Verbraucherverbänden. Aus unserer Sicht ist das eine Enttäuschung. Wir hatten erwartet, dass das Gesetz einmal nicht nur für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, sondern für weit mehr Produkte gilt. Zum anderen kritisieren wir, dass Verbraucher keinen Anspruch auf Informationen gegenüber Unternehmen bekommen sollen. Läuft alles nach Plan, soll das Gesetz bis zum Sommer Bundestag und Bundesrat passieren. Und dann kann König Kunde endlich erfahren, was wirklich in der Wurst ist. Mit Blick auf Sexualstraftaten an Kindern will die Bundesregierung jetzt den Schutz der Bevölkerung vor Schwerverbrechern verbessern. Das Kabinett verabschiedete heute einen Gesetzentwurf, mit dem auch noch während des Strafvollzuges über eine spätere Sicherheitsverwahrung entschieden werden kann. Bisher musste diese Entscheidung bereits mit dem Urteil gefällt werden. Nun soll es ausreichen, eine Sicherheitsverwahrung auf Vorbehalt anzuordnen. Die Regierung will damit Fälle erfassen, bei denen die weitere Gefährlichkeit des Täters erst während Strafverbüßung sichtbar wird. Der afghanische Ministerpräsident Karzai ist am Abend zu einem 3-tägigen Besuch in Berlin eingetroffen. Zum Auftakt sprach Karzai mit Außenminister Fischer. Morgen wird er sich mit Bundeskanzler Schröder, Bundespräsident Rau und Vertretern der Industrie treffen. Vor der Presse wies Karzai erneut auf die besondere Bedeutung Deutschlands beim Wiederaufbau seines zerstörten Landes hin und sprach sich auch für eine deutsche Führungsrolle in der Afghanistan-Schutztruppe aus. Der Chef der afghanischen Übergangsregierung ist heute Abend um 23 Uhr Gast in der Talkshow von Michael Friedmann. Die Offensive im Osten Afghanistans war nach Angaben der US-Armee weitgehend erfolgreich. Die Kämpfe seien abgeflaut. Amerikanische und afghanische Soldaten hätten ein strategisch wichtiges Tal und einen Bergkamm bei Gardis eingenommen. Jetzt werde die Region nach flüchtigen Taliban- und Al-Qaida-Kämpfern durchkämmt. Der Staatschef von Simbabwe, Mugabe, ist von der zentralen Wahlbehörde zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. Oppositionsführer Tsvangirai will das Ergebnis allerdings nicht anerkennen. Er wirft dem 78-jährigen Mugabe, der seit 22 Jahren an der Macht ist, Manipulation vor. Auch international wurde Kritik laut. In Simbabwe wächst die Angst vor blutigen Auseinandersetzungen. Freudengesänge bei Mugabe-Anhängern in Harare und dann plötzlich Schüsse. Bei größeren Menschenansammlungen verfeuerte die Polizei sofort Tränengas. Die Staatsmacht hat Angst vor Unruhen. Sie weiß, dass viele Menschen in Simbabwe wütend sind über den Wahlsieg Mugabes.
Herausforderer Morgan Tsvangirai sprach von einem unakzeptablen Ergebnis. Mindestens 300.000 Stimmen seien seiner Partei durch Manipulation gestohlen worden. Dass die Wahllokale in Harare am Montag schlossen, obwohl Tausende noch wählen wollten, das hat ihm womöglich den Sieg gekostet. Eines muss ganz klar gesagt werden, die Menschen von Simbabwe sind um ihr demokratisches Recht betrogen worden. Afrikanische Wahlbeobachter sehen das anders und halten die Wahlen für legitim. Ihr Kronzeuge dafür ist ausgerechnet die Opposition. Die Opposition hat sich aktiv am Wahlkampf und den Wahlen beteiligt und dadurch dem Wahlergebnis die Legitimität verliehen. Die meisten Menschen wirkten heute niedergeschlagen, fast ungläubig diskutierten sie die Ergebnisse, die Mugabe 400.000 Stimmen Vorsprung gaben. Die Wahlen von Simbabwe sind ein Desaster für die gesamte Region. Sie haben das Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit massiv erschüttert. Simbabwe und auch seine Nachbarstaaten stehen schwere Zeiten bevor. Muslimische Lehrerinnen dürfen in Niedersachsen während des Unterrichts kein Kopftuch tragen. Das entschied heute das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Die gebürtige deutsche Al-Sayed, die 1990 zum Islam übergetreten war, unterlag damit im Rechtsstreit gegen das Kultusministerium. Die Richter erklärten, das Kopftuch als eindeutiges Signal für den Islam verstoße gegen die Neutralitätspflicht der Lehrerin. Sie brauche ihr persönliches Bekenntnis zwar nicht zu verheimlichen, müsse aber Zurückhaltung wahren. Private Pflegedienste und die Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Sie sehen die häusliche Krankenpflege in akuter Gefahr. Die Krankenkassen bewilligten immer weniger Geld für die Versorgung zu Hause und für vorbeugende Pflege. So seien etwa wichtige Vorsorgemaßnahmen für Bettlägerige gestrichen worden. Das betreffe gerade chronisch Kranke wie AIDS- oder Krebspatienten. Nötig seien neue Richtlinien und eine gesetzlich verankerte Schiedsstelle.